Willkommen zurück, liebe Leute, zu Mega Man 6 und weiter geht es mit Nightman. Capital of Science, Solar Power, Master of Maceball. So, in den letzten zwei Parts habe ich mal richtig schön gefailt, habe mal richtig gezeigt. Alter, geht der hier schon richtig los. Was bist du denn für ein komischer Typ? Nee. Ja. Nee, warte, da warten wir. Durch da. Okay. Oh, geschafft. Alter, sowas könnt ihr auch nicht mit mir machen. What the fuck? Was ist denn jetzt hier kaputt? Okay, die Stelle hat jetzt gar keinen Sinn ergeben, aber... Oh Gott. Ah, jetzt ergibt es aber Sinn. Mich dann hier auf diese Räder vorbereiten. Ich finde, die sind jetzt hier nicht ganz so schlimm wie bei Mario-Spielen oder so. Das geht also noch. Das erinnert mich hier fast schon an Castlevania. Komm raus da! Nein. Wow. Ja, danke. Was? Boah, ich mache den gleichen Fehler an der gleichen Stelle. Alter. Was ist das? Mhm. Er guckt dann immer. Klopf, klopf. Wer da? Energie, Energie. Die falsche Energie. Es sieht aber geil aus hier. Das erinnert mich so ein bisschen echt. Was ist denn mit dem verkehrt? Oh, den hole ich mir. Darauf könnt ihr aber wetten. Und runter da. Oh. Der hat den Boom gemacht. Jetzt geht's hier ab. Alter. Haha. Schöne Sache. Ja. Oh, verdammt. Alter, nein. Alter, ihr geht mir sowas von auf die Nüsse. Danke. Leute, 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 Leute. Nightman. So, mal gucken, wie wir den besiegen können. Oh, der sieht sehr effektiv dagegen aus. Lol. Das war verdammt einfach.
Hätte man, glaube ich, auch normal besiegen können. Wir bekommen Knight C. Ich glaube, Nightcrusher hieß er, ne? Ich weiß es gar nicht. Hm. Was haben diese Symbole zu bedeuten? Dass man da noch was findet, oder wie? Zentaure, Mann. Oh, der sieht mal interessant aus. Ability Unknown, Centaur Man. Was hat das jetzt hier? So, für die Wissenschaft. Wissenschaft ist doof. Warte mal, ich habe doch auch eine neue Waffe irgendwann bekommen, oder? Gut, er explodiert irgendwann. Danke. Und dann kann ich da runter. Hm. Ich bin gerade so ein bisschen am Zweifeln bei mir selber. Ahaha. Oh ja. Oh ja. Ja. Wow. Ich hab's geschafft, egal wie. Ist das geil. Level gefällt mir. Schön einfach zugänglich. Moment. Was ist hier kaputt? Ah ja. Ja, haha. Komm. Wie krass. Mal eben komplett hier. Was? Ich verstand die Gegner jetzt nicht, aber ich konnte sie anscheinend nur mit großer Energie wegballern. Das hätte ich vorhin gebrauchen können, du blödes Drecksding. Kleines Helferlein. Moment. Wow. Was ist mit euch verkehrt? Wieso fallen die da runter? So, ich habe jetzt hier so ein bisschen dieses Mario-Gefühl. Dass die mich zerquetschen könnten. Aber Octopussy hat mich nicht zerquetscht. Zum Glück habe ich Rush Jet und kann damit schnell rüber. Was macht das denn für einen Sinn? Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Egal, wir nehmen Knight Crusher. Verstehe nur den Unterschied gerade nicht.
Was? Du bist mir einer. Ist oben einfach und unten schwer? Ach, shit. Falsch gespeichert, ich Idiot. Ja gut, machen wir nochmal. Nehmen wir jetzt mal ernsthaft. Ist oben einfach und unten schwer? Hallo, ich stehe hier gerade und denke mir... What the fuck? Vielleicht kann mir jetzt mal ja jemand beantworten, ob es immer einen einfachen und immer eine schwere Variante gibt von dem Boss. Und man die nur finden muss. C-Flash and beat T-Parts. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.